Machinarium. Oder auch Machinarium. Wie auch immer. Das ist ein süßes kleines Point-and-Click-Adventure, in dem ihr den süßen kleinen Roboter Joseph spielt, der auf einem Schrottplaneten gelandet ist. Böse Roboterjungs ärgern ihn und sperren ihn ein und bauen zu allem Überfluss auch noch eine Bombe. Kennen wir das nicht alle aus unserer Schulzeit? Ihr müsst nun die Schrottstadt erkunden, mit anderen Robotern interagieren und ihre Wünsche erfüllen, damit sie euch weiterhelfen. Euer Roboter Joseph kann sich entweder größer machen, um höher gelegene Objekte anzugucken oder einzustecken, oder verkleinern, um unter Dingen hindurchzufassen. Alles, was ihr findet, frisst Joseph einfach auf und trägt es in seinem Blechbauch herum. Manchmal müsst ihr auch gefundene Gegenstände miteinander kombinieren, damit sie etwas bringen. Eine Schnur, ein Haken, eine Angel. Natürlich gibt's hier und da ein paar knifflige Rätsel, die aber lösbar sind, sofern man keine verkümmerte logische Gehirnhälfte hat. So wie ich. Zu dem Spiel gibt's noch eine Audio-CD mit dem Soundtrack des Spiels, der meiner Meinung nach total chillig ist. Und es gibt neben Machinarium noch ein Spiel, Samurost oder auch Samurost 2. Das ist ein etwas einfacher gestaltetes Browser-Game, das man auch mal zwischendurch spielen kann und was ganz niedlich ist. Oh mein Gott! Zwei Spiele und eine Audio-CD! Das ist ja wirklich ein total günstiges Angebot! Fantastisch! Ich würde mir das Spiel 1000-mal kaufen! Das Einzige, was ich an dem Spiel auszusetzen hätte, wäre, dass es ein bisschen kurz ist. Aber das kommt jetzt auch von einer Person, die eh den ganzen Tag spielt. Also wenn man es sich einteilt, dann sollte es schon eine Woche halten. Außerdem muss man dazu sagen, dass alles in dem Spiel handgezeichnet ist. Und das verleiht dem Ganzen irgendwie einen kritzeligen, schmutzigen Charme. Was das ganze Spiel noch einmal künstlerisch wertvoll macht. Ich finde, man merkt bei Machinarium die Liebe, die in das Spiel reingesteckt wurde. Es ist niedlich und es ist gut zum mal zwischendurch spielen. Und deshalb bekommt Machinarium von mir eine zu 95% ausgefahrene Radioantenne. Hi, ich bin Alexandra und vor einiger Zeit hatte ich eine Idee. Ich will nicht mehr in den Wald gehen müssen, um zu müssen. Es sollte irgendwas geben, das wie ein kleiner Wald ist. Nur bei mir zu Hause und ohne Bäume. Und plötzlich ist es da, ja? Bäm, eine Kloschüssel. Und es hat diese nette kleine Funktion hier. Ich kann sogar zwei Sachen auf einmal wegspülen. Ich bin ein WC und in eine Schüssel kacken war meine Idee. Komm, sag sie, es war meine Idee.
ich bin Mandy und vor einiger Zeit wurde ich etwas gefragt. Yo, Mandy, willst du noch ein bisschen Haarspray für den Perfect Style? Ich brauche eine Antwort, die cool klingt und auch ein bisschen Englisch. Ich wollte einen Laut der Zustimmung von mir geben, aber ich wusste einfach nicht, was ich sagen sollte. Immerhin gibt's genug Ja-Sager. Und plötzlich habe ich's gesagt. Okay. Oder auch gut. Manchmal sage ich auch einfach nur Kay. Oder KK. Ich bin okay. Und als Ausdruck der Zustimmung etwas anderes als Ja sagen war meine Idee. Alles Gute zum Geburtstag, Christian! Yay! Kannst du bitte in mein Freundschaftsbuch schreiben? Okay. Vor 100.000 Jahren kam ein Baby angefahren, eine Mischung aus Schwein und Kuh, lieber Christian, das warst du. Cool, danke, jetzt du. Soll ich jetzt? Ja. Okay. Wenn du eine Träne wärst, dann würde ich niemals weinen, aus Angst, dich zu verlieren. Punkt. Dein heimlicher Verehrer. Kannst du mal aufhören zu zoomen? Was hab ich dir beigebracht? Rory ist mein erster Tag als Kameramann. Scheiße, jetzt kommt Angela Merkel, zoom sofort wieder zurück. Ich fällt den Knopf nicht. Wo ist der Knopf zum Zoom? Was mache ich denn mal? Das ist das Haus vom Nico. Wer ist denn Nico? Keine Ahnung, sag lieber nichts. Scheiße, warum bin ich hier? Kommt her, Kinder. Gleich kommt der Barack Obama und der hat eine ganz besondere Überraschung für das Geburtstagskind. Hast du gehört, Obama? Und danach gibt's Spaghetti. Hast du gehört, Spaghetti? Spaghetti, da freue ich mich jetzt aber drüber. Und da ist er ja schon. Hi, Obama. Hi. Ich hoffe, ihm gefällt meine blaue Jacke. Hallo, na? Wie sind Sie denn? Ach, ich habe keine Lust mehr zu klatschen. Für das Geburtstagskind habe ich mir etwas Besonderes ausgedacht. Mit viel Liebe habe ich ein Gedicht selber geschrieben, was ich nun Ihnen vortragen werde. Mit du, Klammer auf, Ihren Namen einfügen, Klammer zu, hast heute Geburtstag. Du wirst heute xx Jahre alt, das ist echt stark. Ja, das war's jetzt auch schon. Und ich glaube, ich habe einen kleinen Applaus verdient. Ja, toll. Das hat aber gut gemacht. Ich hasse Geburtstagsgesellschaften mit Gedichte vorlesen. Hi. Scheiße, warum sitze ich neben dem? Warum sitze ich neben dem? Ja, also vielen Dank, dass ich eingeladen wurde zu diesem Geburtstag. Und ich habe gehört, dass es jetzt Spaghetti gibt. Spaghetti! Oh mein Gott, ich liebe Spaghetti! In meinem Beruf als Ärztin kommt es oft vor, dass ich Leute operieren muss. Mal im Supermarkt, mal im Kino, mal im Restaurant. Da kam mir neulich eine Idee. Es müsste einen speziellen Raum geben, in dem ich an Menschen rumschnibbeln kann. Ein Raum ohne Bakterien oder Keime. Ohne Pilz und ohne zähes Fleisch. Keine Schnösel, die mir sagen, ich habe diesen Tisch für 8 Personen reserviert. Und Salz streue ich auch nur noch sehr selten in offene Wunden. Ich bin ein OP und Leute in einem sterilen Raum operieren war meine Idee. Ich habe eine Herausforderung an Leute aus dem Internet gestellt. Und zwar sagt laut, ich schaue immer Cold Mirror in 1 Festival. Okay, das klingt jetzt ein bisschen unspektakulär und ich will jetzt nicht unbedingt Eigenwerbung machen. Darum ändere ich das jetzt so, dass es keiner mehr versteht. Sage laut, ich schaue immer Cold Mirror in 1 Festival. Rückwärts. Ohne abzulesen. Mit einem lustigen Hut auf dem Kopf. Hey, man muss sich nicht mal bewegen oder irgendwas machen, bei dem einem kotzübel wird. Eine leicht zu bewältigende Herausforderung. Oder? Lavin Zeffs, Nier, Nier auf dem Glock. Remy Oyaxi. Givi Zef Snie. Orimlock Remy Eduai. Si. Ich. Schaui. Ich werde kurz mir raus. Disney One.
David, Sammy, Mir, Ronja, Gold, Remi, Eis, Zisse, Pussy. Das ist mein dämlicher Hut. Eine lebende Ratte. Ich, Raui, Gold, Leon, Eins, Remi, Gold Mirror. Gold Mirror. Gold Mirror. Rory. Oh fuck, ich glaube, ich mach's nochmal ganz von vorne. Ich schaue immer ein Mirror nach 1 Asteroid.